70 Tage, 70 Videos, immer um 17 Uhr, das ist mein 70.000 Abonnenten Special an euch da draußen. Und heute KTM vs. Triumph, das und mehr nach dem Intro. In meinem Video KTM 98 Duke R Test habe ich gefragt, welche Motorräder soll ich gegen die 98 antreten lassen, und viele haben geschrieben, nimm die Triumph, lass sie gegen sie antreten, und ein Landstraßentest wäre langweilig. Deswegen haben wir uns gemeinsam mit dem Reitwagen hier den Red Bull Ring gemietet für euch, um diese zwei Motorräder gegeneinander antreten zu lassen, und wir schauen einmal, welche gewinnt, und ich werde mir auch heute viele Meinungen von verschiedenen Personen einholen, einfach damit ihr einen größeren Überblick bekommt von dem Motorrad und von diesem Vergleich, weil es sind hochtechnologisierte Bomber, die viele kleine Details haben, die man nicht übersehen sollte. Deswegen auf geht's in den Motovlog auf der Rennstrecke. Ja, Freunde, fangen wir einfach mal mit dem Motor an. Und auf motochecker.at könnt ihr beide Motorräder miteinander direkt vergleichen. Ich packe euch den Link unten in der Videobeschreibung rein und ich hätte gesagt, los geht's mit dem Motor, denn da gibt es einige Unterschiede und einige Gemeinsamkeiten. Ja, die 98 hat am Papier 121 PS und die Triumph hat 123 PS. Wir haben die beiden Motorräder bereits auf dem Leistungsprüfstand gestellt und da muss man eins sagen, die Triumph hat definitiv auch am Leistungsprüfstand mehr Leistung als die 98, aber beide kommen sehr nah an die angegebenen Daten von den Herstellern ran. Wir haben bei der KTM einen Zweizylinder, bei der Triumph einen Dreizylinder. Fahrbarer ist, muss man ehrlich sagen, die Triumph. Sie ist freundlicher, sie ist humaner und der Sound von ihr ist auch okay. Die KTM ist die brachialere Waffe der zwei. Sie hat ein bisschen mehr Drehmoment unten raus. Und das bisschen mehr sind 20 Newtonmeter, was wieder eine ordentliche Steigerung der Leistung ist. Finde ich pipifein und taugt mir richtig. Und glaubt's mir, diese 20 Newtonmeter mehr spürt ihr in jeder Lage, in jeder Pore eures Körpers, wenn ihr da mal auftritt, so irre, das stampft alles in Grund und Boden. Also die Triumph mit ihrem Dreizylinder hat den fahrbareren Motor, den einfach bedienbareren Motor, etwas weniger Drehmoment. Die KTM ist der unvernünftige der beiden mit 20 Newtonmeter mehr, die auch wesentlich mehr andrückt. Das macht richtig Laune. Ich muss aber sagen, beide Konzepte haben ihren Vor- und Nachteil. Die 98 ist dafür ein bisschen unbeherrschbarer. Sie ist zwar schon viel beherrschbarer worden als eine normale KTM, aber trotzdem im direkten Vergleich mit dem Dreizylinder läuft der natürlich smoother als der Zweizylinder von der 98. Beide Motorräder haben natürlich auch wieder verschiedene Fahrmodi, mit denen man sich das Ganze individuell anpassen kann. Generell gilt aber, dass die Triumph das sanftere Gasansprechverhalten hat als die 98, aber das sind wirklich Nuancen, bei denen sich das unterscheidet. Also das ist komplett in Ordnung und ich finde schön, dass beide Motorräder einen direkten Gasgriff haben, mit dem man sofort feuerfrei hat. Beim Sound muss man sagen, gewinnt aber definitiv die KTM. Der 98er Sound, der proppelt, der tut, der macht, das ist echt geil. Der Dreizylinder hat einen eigenen Klang, der für seine eigene Kategorie gut ist. Ich muss aber gestehen, ich mag diesen Zweizylinder Sound doch ein bisschen mehr. Aber hört es euch selbst an, überzeugt es selbst beim Händler, und ich hätte gesagt, wir springen zum Fahrwerk. Beim Fahrwerk hat die Triumph ein 41mm Showa Upside Down Gabel und hinten ein Öhlins Zentralfederbein. Das Fahrwerk der 98 ist ein WP Apex Fahrwerk mit einer Upside Down Gabel und hinten ein Zentralfederbein, ebenfalls von WP Apex. Beide Fahrwerke sind besonders straff, besonders angenehm zu fahren über die Landstraße, aber auch über die Rennstrecke, und ich muss ehrlich gestehen, beim Fahrwerk einen Gewinner festmachen ist richtig schwer, denn beide Fahrwerke sind sehr präzise, sehr genau. Ganz ehrlich, ich habe da jetzt keinen Unterschied feststellen können. Ich finde beides auf dem gleichen Level und top. Die Gemeinsamkeit am Datenblatt ist überraschend. Beim Gewicht beide 166 Kilo trocken angegeben, also beide sehr leicht im Endeffekt. Natürlich betankt und so weiter ist ein bisschen schwerer. Der Unterschied beim Tank ist, die 98 hat 14 Liter und die Triumph hat 17,4 Liter. Das heißt, vollgetankt wird die Triumph wahrscheinlich etwas schwerer sein als die KTM. Beide sind aber gut handelbar, beide sind gut bedienbar. Gerade auch von der Sitzposition muss ich sagen, haben beide überzeugt. Die KTM 98 hat für mich die rennstreckenlastigere Sitzposition. Ich kann besser auf ihr herumrutschen, kann mich mehr bewegen auf ihr. Die Triumph hat dafür so ein bisschen eine bequemere Position einnehmen können, wo man etwas aufrechter sitzt und noch ein bisschen besser durch den Tag sozusagen durchfahren kann. Auf beiden Motorrädern kann ich einen Sozius mitnehmen. Achtung, bei der KTM 98, da muss man sich die anscheinend dazu bestellen, soweit ich das jetzt mitbekommen habe. Also da, wenn ihr mir mitnehmen wollt, Sozius dazu bestellen. Aber grundsätzlich eingetragen sind beide Motorräder mit zwei Sitzplätzen. Kommen wir nun zu den Special Features. Und da muss man sagen, die Triumph mit diesem Display, mit dieser Integration des Displays, eine echte Schönheit. Bei der 98 das Display ist richtig gut, aber das Triumph Display ist einfach das bessere, funktionalere. Ich muss sagen, die Handy-Konnektivität beider Systeme habe ich nicht ausprobiert, aber beide hätten die Handy-Konnektivität. Bei der KTM weiß ich, da funktioniert es. Bei der Triumph muss ich es noch ausprobieren. Das reiche ich euch beim einzelnen Triumph-Test nach. Bei der 98 muss man sagen, etwas unsympathisch. Es gibt
einen dicken Zubehörkatalog. Also man muss elektronische Features, wie zum Beispiel, dass die Anti-Wheelie-Kontrolle abschaltbar ist, zusätzlich dazu kaufen. Den Quickshifter muss man dazu kaufen, die Motorschleppregelung muss man dazu kaufen. Alles in allem zahlt man für die KTM im Top-Level etwa 15.000 bis 16.000 Euro, je nachdem, wie viel Powerparts man sich dann noch dazu schraubt. Aber so etwa 15.000 Euro muss man für die 890 rechnen. Bei der Triumph hingegen ist es etwas weniger. Da sind es 13.900 Euro. Dafür hat man aber auch einen Quickshifter, eben diese ganzen Fahrmodis und so weiter serienmäßig dabei. Wir haben auch bei der 890 einen Preis von 13.899 Euro in Österreich und in Deutschland von 11.995 Euro. Bei der Triumph sind es 13.900 Euro in Österreich, 11.850 Euro in Deutschland. Also ihr merkt schon, auch bei den Preisen sind sie sehr ähnlich. Grundsätzlich mal, am Fazit technisch muss ich sagen, beide Motorräder sind Weltklasse und sind wirklich gute Konzepte. Das Triumph-Konzept ist das ältere Konzept, das viel feinere und schon ausgereiftere Konzept. Bei der 890 hingegen muss man sagen, gerade was das Zubehör angeht, rege ich mich schon ein bisschen drüber auf, aber wenn es dann ums Fahrerische geht, da ist sie auch gut dabei. Sie fahren auf einem Level, finde ich, und ich kann euch ehrlich keinen Sieger jetzt nennen, das tut mir voll leid, aber beide Motorräder haben ihre Stärken. Die Triumph ist das landstraßenlastigere Motorrad, die 890 für mich das rennstreckenlastigere Motorrad, aber beide Motorräder funktionieren auch in der gegenüberliegenden Welt, also die Triumph auf der Rennstrecke und die 890 auf der Landstraße gut. Für Leute, die sich jetzt als allererstes mal für ein Motorrad entscheiden, würde ich fast aber jetzt zur Triumph raten, einfach aus einem Grund, weil sie das bedienbarere Konzept ist, das einfache, unkompliziertere und auch noch mehr landstraßentauglich. Die 890 hingegen ist das wildere, das unvernünftigere Konzept, das mehr anrauchen soll und mehr, ja, Power an, also einfach mehr andrücken soll. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin sehr froh, dass ich beide Motorräder jetzt ausprobiert habe und ich möchte jetzt gerne eure Meinung zu den zwei Bikes hören. Schreibt sie mir gerne in die Kommentare. So, jetzt sind wir beide am Track gefahren. Ein Wahnsinn, es hat sich sozusagen umgedreht. Fangen wir an mit der KTM. Wir haben schon gesagt, ein irres Viech. Es ist aber so, dass du am Ring dann ständig im Stress bist, weil der Drehmomentwechsel zwischen den Gangwechseln ist mörderisch. Du bist dauernd am Kämpfen, die Schaltintervalle sind relativ kurz, das heißt, du musst viel schalten. Es ist dann oft sogar so, dass du noch einen raufschalten willst. Ich bin schon im Sechser. Bremse perfekt und es ist irrsinnig quirlig. Das heißt, du kannst zwar schnell korrigieren, aber am Track solltest du eigentlich wissen, wo du hinkörst. Und da würde ich sagen, obwohl die Sitzposition sehr aktiv ist, ist es, sagen wir so, mir taugt die Triumph viel mehr. Also ich bin davon überzeugt, dass ich um ein, zwei Sekunden auf Anhieb schneller fahre mit dem älteren Konzept, weil das so ausgewogen ist, weil das genau das macht, was man will. Auch der Charakter vom Dreizylinder ist einfach so, dass das Bandel gleichmäßig mehr wird, mehr wird, mehr wird, mehr wird. Das ist berechenbarer, du bist viel entspannter oben. Und jetzt hat es einige gegeben, die haben gesagt, die Bremse, die ist ein bisschen schwammig. Da kann man ja ganz leicht was machen mit anderen Bremsbelägen und so gesehen finde ich das also als keinen Nachteil. Sitzposition ist ein bisschen passiver, aber für mich immer noch aktiv genug. Und ich liebe dieses Motorrad am Track. Ich wollte mir eigentlich die 890er kaufen für zivil und am Ring fahren, weil die R, das klingt ja schon irgendwie so, aber nein, ich bleibe bei der Triumph. Ein leibendes Motorrad. Ja, Freunde, zu einem ordentlichen Rennstreckentest gehört auch immer ein ordentlicher Leistungsprüfstand dazu. Deswegen waren wir bei Martin Bauer. Der hat uns gezeigt, was die 890 Duke am Leistungsprüfstand hat und wir haben sie auch gegen die Triumph antreten lassen. Ich habe gesagt, los geht's zu den Leistungsdaten und hier kann man sagen, die KTM 890 hat 112 PS und das Drehmoment der Duke 890 ist 89,7 Newtonmeter. Wichtig bei unserer Leistungsmessung, das Drehmoment und die Leistung wurde am Rad gemessen. Für die Motorleistung bzw. das Drehmoment müssen ca. 5-8% hinzugerechnet werden. Ich erzähle euch jetzt, wie viel Leistung die Triumph wirklich hat. Die Motorleistung der Triumph beträgt 120,4 PS und das maximale Drehmoment sind 77,7 Newtonmeter. Richtig arg finde ich den Unterschied zu 890 im Drehmomentbereich. Aber was man schon sagen muss, die Triumph erfüllt alles, was sie am Papier sozusagen haben sollte, laut Triumph, und das finde ich natürlich super. Also auf jeden Fall ein solides Motorrad und der Dreizylinder ist mal mega und ich hätte gesagt, weiter geht's. Welcher von den zwei ist euer Favorit? Braucht ihr noch mehr technische Daten? Dann geht unbedingt jetzt auf motochecker.at oder motochecker.de. Dort gibt es noch mehr Infos zu den Bikes und ansonsten die einzelnen Testvideos sind wie immer entweder im i verlinkt oder in den Kommentaren oder in der Videobeschreibung. Mein Name ist Tom, vergesst nicht kostenlos zu abonnieren. Morgen um 17 Uhr kommt das nächste Video. Haut rein und pfiat euch!